So, ein herzliches Hallihallo und willkommen zurück zu Portal. Ja, wir spielen Portal. Mein Name ist Lena, falls ihr das noch nicht wissen solltet. Und ja, es scheint hier alles so zu funktionieren, wie es soll. Das ist schön. Hihi. Gut, ihr so. Mit dem nicht stationären Gerüst von Aperture Science zur Kammerschleuse. Okay. Ich versuch's. Ah, nein, aua. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte nur gucken. Ah, das wollte ich auch nicht. Na super. Jetzt aber. Geht doch. Noch halten sich die ganzen Rätsel in Grenzen, also die Schwierigkeit davon. Aber es kommt alles noch. So, jetzt muss ich mal kurz eben was umstellen. Das geht so nicht. Hier Dingsbums springen. Und das hier ist dann das. Okay. Spiel fortsetzen. Los geht's. Portal verzischt. Aufzug in Bewegung. Und ich habe mir jetzt eine Stoppuhr gestellt, damit ich die Zeit ein bisschen im Überblick habe. Im Auge habe. Da ich ja schon letztes Mal ein bisschen eher, glaube ich, ups, Ladedaten, fertig hatte. Juhu. Also es ist viel besser. Beachten Sie, dass ein Scheitern Konsequenzen hat. Kontakt mit dem Kammerboden führt zu dem Vermerk unzureichend auf Ihrem Testbogen, gefolgt von Ihrem Tod. Viel Glück. Oh. Naja, man soll das Wasser ja nicht trinken und man soll nicht ertrinken. Ja, nett. Ich würde auch jetzt nicht so gerne rein. Oh. Ach ja. Ach ja, ich weiß wieder. Nee, warte mal. Wie war das denn? Also, es verpufft jetzt eh gleich. So, so. Dann hier auf. Nein! Du Schweinesau. Hä? Moment. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wie das war. Also da auf. Nein, du Schweinesau. Ja, genau. Genau. Ja, so war das doch. Es fängt schon an. Ja, ne? Gut. Ah, ich sehe mich selbst. Ja. Ich war gerade bei Mediamarkt, muss ich so sagen. Und ich wurde wieder traurig, weil ich so viele tolle Spiele gesehen habe. Ach ja. Ja, ich möchte jetzt gerne in diese Suppe reinspringen. Das finde ich jetzt richtig toll. So ein schönes Bad. Ist bestimmt schön schaumig. Dass der Anschein einer Gefahr nur dazu dient, Ihr Testerlebnis zu verstärken. Oh ja, natürlich doch. Jetzt werden die Tests nämlich langsam tödlich. Das war's, was ich sagen wollte. Ladedaten! Weiter, das Enrichment Center bedauert Ihnen mitzuteilen, dass der nächste Test leider unmöglich ist. Versuchen Sie es erst gar nicht. Okay. Wo geht's hier raus? Mhm, okay. Okay. Dö? Portal missglückt, steht da sogar. Ach ja. Mhm, ich glaube, ich weiß wieder, wie das war. Mhm, ja. Das Enrichment Center entschuldigt sich für diese offensichtlich fehlerhafte Testkammer. Ja, doch. Ist doch gut. Die ist so defekt, das geht schon gar nicht mehr. Ah. Hm, warum? Lena, doof. Das Enrichment Center bittet erneut Kein Kommentar. Um Verzeihung.
dass diese Testumgebung einfach unlösbar ist. Rein da. Rein da! Ach du Schweinesau, warum hängst du da jetzt? Also. Nochmal. Du bleibst hier. Diese Kammer war wirklich ein Fehler. Gibt's ja. Wir empfehlen jetzt auf... Fantastisch. Sie waren willensstark und ideenreich, trotz des extrem pessimistischen Einflusses. Ich will den Würfel mitnehmen. Naja. Na, was soll's. Weiter geht's. Ja. Ja! Anfahren des Aufzuges. Türgeräusch. Summen des Aufzugs. Oh nein. Unsere frühere Warnung. Die Beherrschung des Impulses. Das war jetzt echt schwer. So, ah ja, beschleunigen und so. Hui, das macht so Spaß. Oh, sanfte Musik. Ach, kriechen. Okay. Dass ich immer noch nicht das orangene Portal habe. Naja. Hui. Sie verstehen anscheinend, wie ein Portal den Vorwärtsimpuls beeinflusst. Oder genauer gesagt, wie nicht. Das ist doch bestimmt ein orangenes. Ja. Hui. Wow. Der Impuls, das Produkt aus Masse und Geschwindigkeit, bleibt zwischen den Portalen gleich. Einfach gesagt, was schnell reingeht, kommt schnell wieder raus. Ja, ne? Ich muss total an Portal 2 denken. Wie ein fetter Adler. Wow. So viel zu Motion Sickness, Leute. Hoffentlich kotze ich gleich hier voll hin. Ich bin zwar keine Pussy, aber manche Menschen können das einfach nicht in ihren Gehirn verarbeiten. Ja, ich habe ein Gehirn. Ja. Naja. Das arbeitet sogar manchmal ziemlich gut. Das Enrichment Center verspricht Ihnen eine allzeit sichere Testumgebung. In gefährlichen Testumgebungen steht Ihnen das Enrichment Center stets mit gutem Rat zur Seite. Ja! Zum Beispiel ist der Boden hier tödlich, meinen Sie ihn? Oh. Okay. Danke, Enrichment Center. Wichtiger Testapparat zerstört. Wo immer ich hier bin. Wo bin ich denn hier gelandet? Autsch! Okay, da ist ein Energieball, ja? Wo fliegt der hin? Oh! Ha, naja. Das wusste ich doch, dass das Absicht war. Ja, klar. Ich meine, natürlich. Ich bin so geskillt. Da wollte ich nie hin. Ja. Was ist das denn? Ja, genau. Danke. Hihi. Komm zu Mama. Na? Na? Das Gerät kann jetzt zwei verbundene Portale gleichzeitig erstellen. Als Teil eines freien Testprotokolls können wir Ihnen etwas Amüsantes mitteilen. Das Gerät ist jetzt mehr wert als die Organe und Einkommen aller Bewohner von Subjekt Wohnort hier. Ja, das ist doch schön. Der Gerät ist nie müde, huch. Das ist schon so uralt und so schlecht, dass es schon fast wieder lustig wäre. Aber nur fast. Man will ja nicht übertreiben, ne? Wir haben ja auch kein Clown gefrühstückt. Ja. Lasst mich durch.
Ach so. Oh, ich wusste doch, dass man hier durchkommt. So viel zu, ihr werdet mich failen sehen. Anfahren des Aufzugs. Aufzug in Bewegung. Portal verzischt. Türgeräusch. Summen des Aufzugs. Neonleuchte summt. Bereit. Aha. Machen zum Rausschleudern. Mit hinaus in den Ja, das war jetzt... Das war jetzt aber nicht sehr synchron hier, Dings nachgesprochen. Nicht sehr gut synchronisiert. Nee. Ich will in die Freiheit hinaus. Okay, was haben wir denn hier? Schönes, ha? Aha. Aha, gut, ja. Geronimo! Autsch. Ja! Autsch. Würfel. Aha. Okay. Also. Ups. Denke ich mal. So. Ja. Ja. Autsch. Voll gegen die Wand geklatscht, aber unsere Ische hält das aus. Ach so. Die hat ja diese Hyper, diese Hyperschuhe. Und damit kann man da halt so hohe Strecken überleben. Autsch. Sockenbart, hui. Weiter geht's. Ah, schon 12 Minuten habe ich gespielt. Mein Gott, also die Zeit vergeht wie im Fluge, ne? Ich glaube, ich mache nur eine Testkammer und dann kann ich schon wieder aufhören. Für diesen Part. Ach, ist das komisch, nur noch 15-minütige Parts hochzuladen. Ist schon echt komisch. Ich bin schon verwöhnt. So. Da Sie nun beide Portale kontrollieren, könnte der nächste Test sehr, sehr lange dauern. Wenn Ihnen schwindlig wird vor Durst, kippen Sie ruhig um. Ein Intubationsmitarbeiter wird Sie mit Magenmittel und Adrenalin wiederbeleben. Okay. Das sind doch schöne Voraussichten. Oh, Jesus. Oh, oder schaffe ich das doch in der Zeit nicht? Doch, ich glaube schon. Ich kann mich, glaube ich, dran erinnern. Wie war's denn? Wie war's denn? Ich hüpfe erstmal raus. Hui! Hui! Ah, aber ich hasse diese Energiekugeln. Die sind echt scheiße. Ich muss mich hier kurz mal umgucken. Muss ich mich hier umgucken, ne? Wo ist denn dieses Ding ins Bummens? Ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht. Also manchmal ehrlich, ne? Jetzt habe ich das Ding hier an der Wand irgendwo gesucht. Und der Würfel, der rollt jetzt hier schön hin und her. Und ich werde jetzt hier mal erstmal gucken, was es hier so gibt. Knopf. Ach so. Braucht man denn nur einen? Wir werden sehen. Oder ich habe irgendwo einen vergessen. Hey, autsch! Nein! Mann, ey, so eine Scheiße. Naja. Würfel! So. Ja, genau. Jetzt weiß ich, wo der andere Würfel ist. Gut. Gut, Lena, ich bin so stolz auf dich. Das jubelt ja nicht, ne? Ach, den Test schaffen wir noch.
Auch wenn jetzt schon 15 Minuten gleich um sind. So viel Zeit muss sein, wenigstens hier den Test richtig hier zu beenden, ne? Nimm mit. Wo bin ich denn jetzt hier? Habe ich das falsche Portal wieder gesetzt? Gibt's ja nicht. So. Ah, ouch. So. So. Als Teil des bereits erwähnten festen Testprotokolls dürfen wir Sie nicht mehr belügen. Nach den Tests wird man Sie vermissen. Oh, süß. Naja, gut. Dann würde ich auch mal sagen, machen wir an dieser Stelle mal Schluss. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch meinen nächsten Part schauen würdet, wenn es dann wieder weitergeht bei Portal. In die nächste tödliche Testkammer, die die wunderschöne Computerfrauenstimme für uns vorbereitet hat. Wir werden mal sehen, was Aperture Science alles noch so auf dem Kasten hat. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Test. Also, haut rein. Ciao. Eure Lenschen93 hier. Yeah.